Liebe Gäste, liebe Mandanten, herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Tech & Law TV und endlich wieder ohne Corona und ohne Maske, nämlich live im Studio. Für die Maske habe ich auch schon eine neue Verwendung, sieht tot schick aus. So, worum geht es heute? Es geht um ein Urteil vom EuGH im Wesentlichen und auch drumherum, nämlich um die Klagebefugnis für Verbände bei Feststellung von Datenschutzverstößen und die große Frage, droht eine neue Abmahnwelle? Da kann man sagen, bei dem Urteil Auweia, wir haben ja schon NGOs, wir haben Max Schrems, der tätig ist, jeder Arbeitnehmer, jeder Consumer ist möglicherweise ein Betroffener und kann sofort whistleblown zu den sage und schreibe 18 Aufsichtsbehörden im Datenschutzbereich, die wir in Deutschland insgesamt haben. Da könnte man doch meinen, das reicht, aber nein, es reicht nicht. Und um der Sache auf den Grund zu gehen und zu gucken, ob wir wirklich jetzt da neuen Gefahren ausgesetzt sind aus Sicht der Unternehmen, haben wir wunderbare Expertinnen heute im Studio. Bis gleich. Wir haben zum einen Dr. Britta Bröker, Rechtsanwältin, tätig in der Wettbewerbszentrale. Liebe Britta, herzlich willkommen. Für dich kein ungewohnter Raum, denn Frau Bröker war natürlich Anwältin bei Teller Wessing in ihrer Vergangenheit. Dann haben wir als zweiten Gast Dr. Caroline Monsees. Sie war auch schon bei Tech & Law TV dabei als unsere Litigation-Expertin. Das ist sie immer noch und deshalb, liebe Caro, vielen Dank. Partnerin im IT-Bereich hier in Hamburg bei Teller Wessing, vielen Dank, dass du mit deiner Expertise beitragen kannst zu unserer heutigen Sendung. Was ist da eigentlich los? Verbraucherverbände haben jetzt eine Klagebefugnis gekriegt. Dem wollen wir auf den Grund gehen. Was bedeutet das insbesondere für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Mandanten, können Sie jetzt gleich den Betrieb einstellen und sagen, bringt ja eh nichts, wenn ich mich unternehmerisch entfalte, ich kriege ja sofort eins auf den Deckel, jetzt auch noch von den Verbänden. Achtung, wir haben ja gesagt, ein Verbraucherschutzverband hat Klagebefugnis. Du, Britta, bist vom Wettbewerbs, von der Wettbewerbszentrale, um es genau zu sagen, du bist von der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, Frankfurt am Main e.V. Was verbirgt sich dahinter? Was macht ihr eigentlich? Genau, wir sind eine sogenannte Selbstkontrollinstitution der Wirtschaft. Wir sind aus der Wirtschaft heraus gegründet worden, um die Einhaltung der Wettbewerbsregeln sicherzustellen. Und so als kleine Anekdote, also Anlass war 1912, waren die Klavierbauer, da gab es so einige Anbieter, die haben in Zeitungsanzeigen behauptet, sie wären private Verkäufer, also eine klassische unternehmensbezogene Irreführung. Und das hat die anderen Anbieter gestört und dann haben sie die Wettbewerbszentrale ins Leben gerufen. Und seitdem sorgen wir dafür oder wollen wir dafür sorgen, dass die Wettbewerbsregeln eingehalten werden. Wir sind aber keine Behörde, wir sind kein Lobbyverband. Also wir sind tatsächlich nur rein mitgliederfinanziert. Also wir haben ungefähr 2000 Mitglieder, das sind 800 Verbände ungefähr, also die IHKs, die Handwerkskammern, ganz viele Branchen und Verbände. Und wir haben 1200 kleinere und größere Unternehmen, die uns mit ihren Beiträgen finanzieren und für die wir halt versuchen, den Wettbewerb lauter zu halten. Interessant, dass quasi euer Hintergrund Klavierbauerunternehmen sind und jetzt andere Unternehmen. Ich hätte auch gedacht, meine Frage wäre gewesen, bist du Beamtin? Aber das hast du schon beantwortet. Nee. Bist du nicht? Auch nein. Ihr müsst euch in der freien Wirtschaft quasi behaupten und da durchkämpfen. Genau. Und da frage ich eigentlich, Caro, warum ist eigentlich die Wettbewerbszentrale keine Behörde? In vielen anderen Ländern ist es ja anders geregelt. Da sind tatsächlich staatliche Behörden, die darüber wachen. Ja, wir haben da eine Abgrenzung. Also Behörde ist erstmal eine Stelle, die öffentliche Aufgaben wahrnimmt. Das würden Wirtschaftsverbände, und dazu zählt die Wettbewerbszentrale, jetzt nicht machen. Das ist eine Satzung, eingetragener Verein. Dann gibt es eine Satzung und beschreibt einen Zweck. Das ist schon mal der erste Unterschied von der Definition. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal den Unterschied auch zu Verbraucherschutzverbänden ziehen, Wirtschaftsverbände, Verbraucherschutzbehörde, Behörde vielleicht als Abgrenzung. Letztere sind auch oft als Vereine organisiert. Unterschied ist aber, dass letztere
staatlich finanziert sind, zum großen Teil. Und das ist, was Britta ja gerade sagte, ist eigenfinanziert, die Wettbewerbszentrale als Wirtschaftsverband. Das sind Verbraucherschutzverbände zum Beispiel nicht. Da würde man sich doch spontan wundern, so als Unternehmer, warum tun die sich das an? Warum gründen die einen Verband, um dann sich gegenseitig wahrscheinlich abzumahnen? Wie an euch beide gerichtet? Also das muss man ja erstmal sacken lassen. Man denkt bei Abmahnung immer, da kommt jemand, der will mir Böses und ich kriege eine Abmahnung. Wie funktioniert das mit den Abmahnungen über die Wettbewerbszentrale? Offene Frage an euch beide. Ja, bitte, gerne. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass diese Abmahnung so in Verruf geraten ist, auch gerade in den letzten Jahren. Eigentlich ist das sozusagen eine Besonderheit auch so ein bisschen der deutschen Kultur, dass wir diese private Rechtsdurchsetzung im Wettbewerbsrecht, dass wir keine Behörde haben, die sich darum kümmert, sondern dass die Wirtschaft das selbst in die Hand genommen hat, weil sie halt auch ein Interesse daran hat, dass der Wettbewerb lauter funktioniert und dass da keine Unternehmen über die Stränge schlagen. Darum geht es ja im Endeffekt. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Bagatellverstöße aus der Welt zu schaffen und massenhaft irgendwie Formalgeschichten abzumahnen, sondern es geht darum, dass man die Regeln, die ja durchaus legitim sind, also im Bereich der Gesundheitswerbung, im Bereich der Umweltwerbung, dass man da die Regeln einhält. Und wenn man das selbst macht und dafür womöglicherweise auch Kosten und Mühen scheut, dann möchte man natürlich auch ganz gerne als Unternehmer, dass das andere vielleicht auch machen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man da sich sozusagen selbst organisiert und deswegen, wir sehen uns auch als Teil der Wirtschaft. Also wir sehen uns nicht als staatliche, also wir sind Teil der Wirtschaft und haben auch die Interessen der Wirtschaft im Blick. Also das ist ja unsere Aufgabe. Also eine Art Bürgerwehr oder wie soll man das verstehen? Man würde jetzt so spontan denken, warum machen die Unternehmen das, dass sie das Leben schwer machen? Aber Caro, wie funktioniert das quasi erstmal juristisch, rechtlich? Was ist dahinter? Also es darf natürlich jetzt nicht jeder loslaufen und abmahnen. Ja. Das ist nur bestimmten Stellen. Haben diese sogenannte Verbandsklagebefugnis mal als juristisches Wort. Ergibt sich aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb oder Unterlassungsklagegesetz. Da gibt es verschiedene rechtliche Bereiche. Dort ist normiert, dass gewisse Stellen, wie beispielsweise Wirtschaftsverbände oder Verbraucherschutzverbände, klagebefugt sind. Das heißt, die dürfen diese Verletzungen von Vorschriften, zum Beispiel Marktverhaltensregeln, abmahnen. Bedeutet also, dann kommt ein Abmahnschreiben, es wird Warum wollen die das überhaupt? Okay, Hintergrund ist, dass man Regelungen einhält zum Marktverhalten, zum Beispiel, wenn es OWG denkt. Warum das Unternehmen sagt, mir doch egal, warum machen die das? Das ist was ganz Besonderes, was Britta gerade sagt. Das ist in Deutschland sehr, dass wir, was OWG angeht, also wieder das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dass wir da in Deutschland das Spezifikum haben, dass das sehr privat geregelt wird sozusagen. Das heißt, da sind Verbände, qualifizierte Einrichtungen, die gucken, dass das eingehalten wird, wohingegen man in anderen Ländern das vielleicht auf Behörden ausgelagert hat. Das ist ein bisschen so ein deutsches Spezifikum. Genau, was ja auch einen Vorteil hat, wenn man Behörden einschaltet. Das ist. Also es geht dann im Kern darum, ich denke ja immer aus Unternehmer- oder Unternehmerinnen-Sicht, der eine verschafft sich durch Nicht-Einhaltung von Regeln einen Wettbewerbsvorteil, hattest du ja gesagt, Kosten und Mühen, und sagte, ich halte jetzt die ganzen Datenschutzgesetze ein, und der andere spart Geld, kann das Geld investieren in irgendwas, was ich nicht investieren kann, weil ich das für Compliance ausgegeben habe. Ja, sammelt Daten auf einfache Weise und man selbst ist compliant und kann das nicht machen. Und dadurch kann man durch quasi Nicht-Einhalten der Regeln ist man schneller am Markt und verdient mehr Geld letztendlich. Genau, weil man sich schlecht benimmt. Genau. Okay, verstehe. Und dann ist natürlich das habe ich ja fast schon beantwortet, aber jetzt natürlich interessant, warum stürzt sich jetzt die Wettbewerbszentrale auch auf Einhaltung von Datenschutzregeln? Ist das nicht, wie kommt das? Ja, das ist ja... Oder so die Frage, wollt ihr das? Wollt ihr damit aufsetzen? Das Urteil richtet sich ja an Verbraucherschutzverbände. Ja, was sagt die Wettbewerbszentrale dazu? Da kann ich eigentlich nur sagen, dass das Urteil für uns gar nicht so viel verändert. Also wir haben vorher schon das als unsere Aufgabe angesehen, dass Datenschutzverstöße auch im Blick zu haben. Die Verbraucherschutzverbände haben es auch vorher schon gemacht und wir haben es nach dem Urteil, ist das auch immer noch unsere Aufgabe, weil wir der Auffassung sind, dass man sich durch, was wir gerade gesagt haben, durch Datenschutzverstöße einen Vorteil im Wettbewerb verschaffen kann. Da geht es, wie gesagt, ja nicht um Kleinigkeiten, sondern tatsächlich darum, dass die Unternehmen ja, um diese ganzen Anforderungen einzuhalten, sehr viel im Unternehmen umstrukturieren müssen, einführen müssen an Prozessen, das wisst ihr ja wahrscheinlich besser
als ich und Kosten und Mühen und auch das ja weiter überwachen müssen und anpassen müssen. Und ja, und wenn das andere Wettbewerber nicht machen, dann sehen wir darin schon eine Möglichkeit, sich im Wettbewerb einen Vorteil zu verschaffen. Und wir sind ja jetzt nicht welche, die also jetzt plötzlich die Klagebefugnis haben und jetzt losrennen, sondern wir sind ja auf Beschwerden hin tätig, viel, also nur eigentlich. Von euren Mitgliedern. Von unseren Mitgliedern. Das heißt, wir gucken, welche Beschwerden erreichen uns in diesem im Datenschutzbereich und worum geht's sozusagen? Also wir laufen jetzt nicht jedem Impressumsverstoß hinterher, sondern wir gucken, was für Verstöße sind das? Interessiert es wirklich die Branche? Ist das etwas, was die Branche strukturell betreffen kann? Und deswegen. Das heißt, habt ihr schon abgemahnt wegen Datenschutzverstößen? Ja, wir haben. Was im Auge? Was im Auge oder schon zugeschlagen? Nee, auch schon zugeschlagen. Ja, wir haben natürlich schon Themen, die uns beschäftigen, weil Datenschutz ja im Endeffekt bei den Marketingmaßnahmen oft eine Rolle spielt. Weil man über, keine Ahnung, Gewinnspiele Daten sammeln möchte oder weil man über seine Webseite, also was so Fälle sind, die bei uns aufschlagen im Moment, sind Cookies oder Nutzerprofile, die man auf andere Weise erstellt, ohne Einwilligung natürlich. Und ja, das, also es gibt Fälle, die wir bearbeiten und es wird die, also es gab sie vorher, vor dem Urteil. Und, ach, du sagst, es wird sich nicht so viel verändern. Aus unserer Sicht, mal. Also wir haben da natürlich auch schon drüber gesprochen und wir würden jetzt nicht davon ausgehen, dass sich da so wahnsinnig viel verändert. Es geht ja nur um die Verbandsklagebefugnis. Also die Wettbewerber, ob die jetzt klagebefugt sind, dazu hat sich der EuGH ja ganz, also nicht geäußert, musste er ja auch nicht. Und ja, deswegen. Dann frage ich mal Caro. Du hast ja die Steilvorlage jetzt schon geliefert. Was hat denn der EuGH dann überhaupt gesagt? Warum haben wir so eine riesen Aufregung, wenn er eigentlich gar nichts gesagt hat? Aber er hat ja offenbar doch was gesagt. Das ist ja ein Urteil, was überall hohe Wellen schlägt. Vielleicht einmal ganz kurz, um was ging's? Der Bundesverband Verbraucherzentrale, also ein Verbraucherschutzverband, ist gegen Meta, früher Facebook, vorgegangen. Da ging es um App-Einwilligung, datenschutzrechtlicher Hintergrund also. Und die große Frage dieses Verfahrens, dieses Urteils war es, nationale Vorschriften, die diese Verbandsklagebefugnis vorsehen für Verbraucherschutzverbände, stehen die der DSGVO entgegen? Und der EuGH hat gesagt, nein, stehen sie nicht, das geht. Fazit und Quintessenz des Ganzen ist also, Verbraucherschutzverbände in Deutschland, hatten wir schon drüber geredet, ist ja ein deutsches Spezifikum, können auch DSGVO-Verstöße, können dagegen vorgehen. Abmahnen, wie du gerade eben auch schon sagtest, und natürlich auch klagen. Das ist im Grunde das, was das Urteil sagt. Und aber für euch ist es dann immerhin eine Bestätigung, dass dadurch, dass ihr das schon im Auge habt, offenbar richtig ist? Oder kann man da gar keine, nichts ableiten von dem Urteil für die Wettbewerbszentrale? Braucht ihr ein eigenes EuGH-Urteil vielleicht sogar? Nee, also uns hat das Urteil eigentlich nicht überrascht, weil wir damit gerechnet haben, dass sie so entscheiden. Also es hätte uns andersrum überrascht, weil unserer Meinung nach auch der EuGH den Verbänden grundsätzlich eher den Rücken stärkt, als jetzt da irgendwelche Klagebefugnisse negiert hätte. Wir sehen nicht das Erfordernis, dass wir da ein eigenes Urteil erstreiten müssen, weil, das ist vielleicht ein bisschen so detailreich, aber der EuGH aus unserer Sicht entschieden hat, dass die Klagebefugnis der Verbände davon abhängt, dass sie ein öffentliches Interesse verfolgen, also jetzt, und dieses in öffentlichen Interesse mit dem Schutz von Daten von Verbrauchern zusammenhängen kann. Also das muss miteinander, das müssen irgendwie so dieselben zwei Seiten einer Medaille sein. Und da gehen wir halt davon aus, dass der Schutz des lauteren Wettbewerbs bzw. Wettbewerbsverstöße können zu Datenschutzverstößen führen. Und der Schutz des lauteren Wettbewerbs dient dann im Endeffekt auch dem Schutz der Datenschutzrechte der Verbraucher. Verstehe. Ja. Und dadurch sehen wir uns da jetzt eigentlich bestätigt in unserer Klagebefugnis und würden da jetzt keine Notwendigkeiten sehen. Wobei der Verbraucher ist ja für euch nicht so im Fokus. Ihr seid ja, oder doch? Ja, das ist so ein bisschen ein anderer Fokus, wie du sagst, als bei den Verbraucherzentralen, weil wir natürlich die Verbraucherinteressen durchsetzen, soweit sie für die Wirtschaft relevant sind. Wobei beim Wettbewerbsrecht muss man ja sehen, dass die meisten Verstöße orientieren sich ja daran, wie der Verkehr gewisse Sachen einschätzt. Und der Verkehr ist ja nun mal der Verbraucher. Das heißt, wenn man den Verbraucher täuscht, wenn man den in die Irre führt, dann begeht man Wettbewerbsverstöße. Und das ist ja sozusagen der Maßstab. Das heißt, für uns ist sozusagen der beste Verbraucherschutz ist dann ein Wettbewerbsschutz sozusagen. Verstehe. Also, ja. Meint ihr beide denn, dass durch dieses Urteil, und jetzt mal nicht nur Wettbewerbszentrale, sondern auch Verbraucherschutzverbände,
macht das jetzt so richtig Klick und da sind lauter Pipelines vollgefüllt mit Abmahnungen, weil es ist ja bekanntermaßen so, ich kenne so gut wie kein Unternehmen außer Taylor Wessing, wobei ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ich kenne kein Unternehmen, was 100% datenschutzcompliant ist. Es ist ja ganz einfach, was zu finden. Gibt es jetzt einen richtigen Donnerkrach oder passiert erstmal gar nichts? Wie schätzt ihr das ein? Also aus der Praxis kann ich ja einfach mal erzählen, wir haben schon einige Klagen auch, Klageverfahren von Verbraucherschutzverbänden aus den letzten Jahren, die natürlich jetzt alle ausgesetzt waren, bis dieses EuGH-Urteil kam. Die werden natürlich weitergehen. So, das beantwortet erstmal die erste Frage. Also ja, da wird es mehr quasi Litigation, mehr Gerichtsverfahren geben, das denke ich schon. Abmahnwelle ist immer ein großes Wort. Ich denke schon, dass es zu mehr Abmahnungen oder auf jeden Fall Aufforderungen, Belastungserklärungen gibt, kommen wird, auch zu mehr Verfahren auf lange Sicht. Würde ich aber eher auf Verbraucherschutzverbandssicht hier sehen. Es hat natürlich auch mal die Frage, wie möchte man sich da politisch als Verband zustellen? Möchte man das groß verfolgen? Möchte man es kleiner verfolgen? Wie viel Kapazität hat man eigentlich, dem allen nachzugehen? Ich denke schon, dass sich da was bewegen wird. Gerade im Litigation-Bereich doch, das denke ich schon. Und du, Britta, gerade wenn wir auch mit Unternehmen als Mitglieder habt, ich würde immer tendenziell denken, oder wenn Mandanten uns auch fragen, die in so einer Abmahnschlacht, gibt es ja mitunter, sich befinden, selten höre ich, jetzt mahne ich mal wegen Datenschutzverstoß ab, aus der Befürchtung, naja, das Erste, was man dann macht, ist, guckt mal auf die Website und findet die ganzen anderen Datenschutzverstöße, also ich sag mal ein bisschen bösartig gesagt, eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus. Ja, also ich habe sowieso immer Probleme mit diesem mit dem Thema der Abmahnwellen sozusagen, weil also wir reden ja hier über die Verbandsklagebefugnis. Ich sehe da nicht, dass da irgendwelche Abmahnwellen jetzt auf die Unternehmen zurollen. Das war vorher nicht so und das ist auch jetzt nicht so, weil man muss ja auch beim Bundesamt der Justiz eingetragen sein. Das sind alles seriöse Verbände, die sich jetzt nicht auf irgendwelche formalen Verstöße stürzen, meiner Meinung nach. Wir sind natürlich immer ein bisschen beschwerdegetrieben. Das heißt, wir gucken, welche Themen sind wichtig anhand dieser Beschwerden. Und ich würde da schon sagen, dass es Themen gibt, die auch die Unternehmen im Datenschutz beschäftigen. Aber das werden wahrscheinlich nicht irgendwelche kleinen Unterpunkte in der Datenschutzerklärung sein, sondern es geht dann eher um Themen, wo man dann schon merkt, hui, also hier hat er doch sehr über das Ziel hinausgeschossen. Das stelle ich mir sehr kompliziert vor, weil die DSGVO ist ja ein relativ junges Gesetz und steckt auch voller Wertungen und Abwägungen. Und dann sagt man, kann man so sehen, die Aufsichtsbehörden haben eine Meinung, andere sagen, naja, ein bisschen streng. Also da ist ja wenig so Rechtsklarheit. Spielt das eine Rolle bei dem, was ihr ahndet? Habt ihr so eine Art Filter, der sagt, ups, zu unsicher, ich nehme nur ganz klare Verstöße? Oder wie darf man sich das vorstellen? Nee, das ist ganz anders tatsächlich, weil wir wollen ja nicht immer Recht haben. Also uns geht es nicht darum, dass wir immer Recht haben, sondern klar, also es gibt klare Wettbewerbsverstöße, die mahnen wir natürlich auch ab, schwarz-weiß. Das ist aber im Jura, wie wir alle wissen, eher selten der Fall. Also meistens bewegt man sich ja im Graubereich. Die Unternehmen denken sich was Neues aus, weil sie so ein bisschen die Grenzen ja auch austesten wollen. Und deswegen ist unser Hauptanliegen, eigentlich gerade zur Rechtsklarheit beizutragen. Also durch Abmahnung und gerichtliche Verfahren dann die Meinung der Gerichte einzuholen. Weil auch wir finden die Behörden in einigen Punkten zu streng, haben dann so unsere eigene Auffassung. Aber wir wissen es ja nicht, wie es ist. Also die Regeln sind ja da, an die müssen wir uns halten. Das heißt, wir müssen klären, wie die Auslegung richtig ist. Und dazu, also ihr wollt Gerichtsurteile auch erwirken? Wir wollen unsere Mitglieder sind ja daran interessiert, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und oft können wir ja in der Beratung nur sagen, also da gibt es ein Urteil, das sagt so, das passt vielleicht nicht ganz und könnte sein, könnte nicht. Das heißt, um dir einen Gefallen zu tun, an alle Abgemahnten da draußen, ja, bitte tut unserem Gast einen Gefallen und zahlt nicht und unterschreibt Untersagungsverfügung, sondern einfach stur bleiben, zu Gericht gehen, freut sich die Wettbewerbszentrale, freut sich Frau Monsees. Kann man das so sagen? Es ist tatsächlich so, dass viele Branchen gewisse Sachen gerne klären möchten auch. Also wir kriegen tatsächlich auch wir können auch einiges durch Abmahnung klären, indem man sagt, okay, das ist für uns ein Verstoß und das sieht die Branche auch so, deswegen geben sie Unterlassungserklärung ab.
Aber es gibt halt auch sehr viele Fragen, offene Rechtsfragen, die, ja, weil dann hat man ja als Unternehmen eine Richtschnur, an der man sich orientieren kann für die eigene Werbung. Das ist gar nicht so. Aber vielleicht da, um nochmal einzuhaken. Man möchte Sachen auch klären, vielleicht auch auf europäischer Ebene. Das sind Datenschutz, das kommt, glaube ich, in der Zukunft. Ja, Verbraucherschutzverbände können das jetzt. Und das ist das, was ich gerade mit dem politischen Hintergrund meinte. Vielleicht möchte man mal die eine oder andere Frage, die höchst umstritten ist, ja, im Datenschutz auch mal klären. Und das wird, denke ich, die nächsten Jahre schon kommen. Jetzt auf Verbraucherschutzverbände bezogen und wieder auf das EuGH-Urteil, was wir ja die zum Anlass Unternehmen genommen haben. Wollen das nicht klären. Das weiß ich aus meiner Beratungspraxis. Denen ist es eigentlich egal. Ja. Sie sagen, bitte, bitte klärt das doch mit anderen, aber nicht ausgerechnet mit mir. Ja, okay. Und da ist natürlich die Frage, als Unternehmen, wie kann man sich davor schützen? Jetzt haben wir eine Wettbewerbszentrale, da werde ich noch mal schnell Mitglied und sonst kann mir nichts mehr passieren. Oder? Also wenn das die Sache darauf abzielt, ob wir unsere Mitglieder schonen, dann muss ich da leider eine Absage erteilen. nein, das ist tatsächlich so, dass Mitglieder genauso wie andere Nichtmitglieder ohne Vorwarnung mit Abmahnung rechnen müssen. Das liegt daran, sie können sich vorher beraten bei uns, aber wenn sie das nicht tun und einfach lospreschen, dann müssen sie auch damit rechnen, dass wir sie abmahnen. Das ist auch ein bisschen unser Selbstverständnis. Also wir sind unabhängig und unbeeinflusst von unseren Mitgliedern in dem Punkt. Und es wäre auch, also wir haben auch in einigen Branchen sehr viele große Mitglieder. Also wenn wir da jetzt unsere Mitglieder nicht abmahnen würden, dann mache ich können wir eigentlich auch die Rechtsquelle. Dann kann man ja Werbung machen. Also empfohlen ist Mitgliedschaft und dann auch noch beraten lassen. Ja, also ein Teil, also was wir ja unseren Mitgliedern anbieten als Werbeblock, ist, wir sagen auch immer, lasst euch beraten. Also, ja, also wir haben ja sozusagen also vier Säulen unserer Tätigkeit. Und die erste, was man vielleicht nicht so weiß, ist, dass wir wirklich in sehr großem Umfang beraten. Also in Hamburg macht die Beratungstätigkeit bestimmt 50% aus. Das heißt, wenn man irgendeine Werbeaktion plant, wo man sagt, könnte so ein bisschen grenzwertig sein, dann kann man uns das schicken und dann prüfen wir das und sagen, würden wir abmahnen, würden wir nicht abmahnen. Beziehungsweise geben da dann auch noch mal so ein paar Hinweise, was man machen könnte. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, sodass man dann präventiv schon dafür sorgen kann, dass gar nicht so viel unlauteres Werbung in den Markt kommt. Und da arbeiten wir auch viel mit Verbänden zusammen, die dann ihre Anfragen ihrer Mitglieder wiederum zu uns kommen und das dann auch wieder in größeren Rahmen spielen können. Ja, und, das finde ich ziemlich mutig auch, dass ihr euch da, also lobenswert, dass man da zur Rechtsklarheit beiträgt. Ich finde es aber auch mutig, ich sagte ja schon, DSGVO, ziemlich junges Gesetz, aber wenn man jetzt mal, Caro, Ausblick nach vorne, also wir haben eine Welle, die da auf uns zukommt, vielleicht keine Abmahnwelle, aber ich würde mal sagen, eine EU-Digitalisierungsrechtswelle, da kommt ja noch viel mehr. Wie will man das denn in den Griff kriegen? Was kommt denn da? Ja, vielleicht können wir es Regulierungswelle nennen im Digitalisierungsbereich. Das passt, glaube ich, ganz gut. Wahnsinnig viel tatsächlich. Also da kann man kaum mehr Schritt halten aus meiner Sicht. So ein paar Schlagworte, KI-Verordnung, E-Privacy ist immer noch aktuell im Kurs. Bußgeldrahmen zum Beispiel jetzt ganz neu aktualisiert. Dann ganz verschiedene, was Daten angeht, gibt es ganz verschiedene Verordnungen, muss jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Geht um Governance, geht um die Datenwirtschaft, die geregelt werden soll. Und bei allen diesen Vorhaben, Verordnungen, stellt sich noch die Frage, wie sehen die am Ende aus? Wann sollen sie in Kraft treten? Und wie verhalten die sich eigentlich zur DSGVO? Gibt es da Überschneidungen oder nicht? Also es wird eine große Welle, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, an Regulierung im digitalisierten Bereich geben. Und diese Welle wollt ihr dann auch noch, neben nach der DSGVO ist auch noch der Data Act und die KI-Verordnung, E-Privacy-Verordnung. Was haben wir da? Digital Services Act, DGA, das gibt, ich denke, über so 10 neue Gesetze knapp stehen in der Pipeline. Schnappt ihr euch die auch? Was heißt schnappen? Sie sind ja da. Also es ist ja nicht so, dass wir uns die alle ausgedacht haben. Ja. Dann müsst ihr euch die sogar. Ihr könnt wahrscheinlich auch gar nicht sagen, das interessiert mich jetzt nicht, weil es so komplex ist. Nee, das möchten wir auch mal. Nein, das können wir natürlich nicht. Also alles, was Markenverhaltensregelungen sein können, also was man mit Wettbewerbsrecht durchsetzen kann, ist natürlich für uns von Interesse. Und wir müssen uns da auch, wie ich ja schon sagte, weil wir ja beraten, müssen wir uns auch proaktiv damit beschäftigen. Also wir können jetzt nicht warten, bis die Beschwerde das irgendwie zu uns trägt, sondern wir müssen oder wollen ja auch unseren Mitgliedern den Service bieten, dass wir die auf diese Anforderungen hinweisen im Vorhinein.
Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Wir haben Kollegen in Berlin, die da relativ nah an der Gesetzgebung dran sind. Und jeder hat so seine Spezialbranchenbereiche und wir versuchen uns da dann auch gegenseitig zu informieren, damit auch wir und ja auch in Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden, die natürlich dann wieder ihre Regeln im Blick haben, versuchen auch wir diesen ganzen Regulierungshut dann irgendwie in den Griff zu bekommen. In den Griff zu bekommen. Aber habt ihr bei den ganzen neuen Gesetzen, gibt es da so Schonfristen, dass man sagt, ich warte erstmal, bis sich das so setzt? Oder geht ihr in diesen ganzen, ich sage mal, neuen, unklaren Bereich, in dem wir, wenn wir beraten zum Beispiel, wir machen ja fast nur Risikoberatung. Wir können gar nicht mehr sagen, so ist es oder so ist es nicht, sondern sagen, na, es könnte so sein, mach mal so. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, ihr geht auch, ihr wollt ja auch Gerichtsurteile erzwingen. Also gehe ich mal davon aus, ihr stürzt euch da gleich rein oder wartet man ab, hat so eine Beobachtungsperiode? Ja, die Frage ist ja, auf was man dann warten soll sozusagen. Also woher soll die Rechtsklarheit kommen? Also es muss ja, also klar, Behörden sagen ihre Meinung ja in diesen ganzen Stellungnahmen und Leitlinien, aber vielleicht ist man damit ja auch gar nicht so zufrieden. Und deswegen sehe ich das immer noch als unsere Aufgabe da auch früh. Also klar müssen die sich erstmal alle darauf einstellen können und wir schießen jetzt nicht im ersten Monat los. Aber wenn es die Regeln dann gibt, dann ist ja gerade die Rechtsprechung, die zu der Auslegung und der Festigung des Rechts sozusagen dann beiträgt. Weil sonst... Das heißt, ihr legt los, so wie es kommt. Du sagst ja, die Gesetze sind richtigerweise, die Gesetze sind da. Ja. Hast du nicht ausgesucht. Dir geht es ja genauso. Wir müssen die Sachen ja auch durchdringen als Rechtsexpertin. Wie viele Mitarbeiter wollt ihr so einstellen in den nächsten 5 Jahren? Vielleicht können wir dann einen Werbeblock jetzt starten. Ja, für den Mitarbeiter-Werbeblock. Ja, kannst du sofort, bitte. Ja. Nein, also es ist ein Bereich, der wächst ungemein, jetzt auch aus anwaltlicher Sicht. Wir stellen da schon regelmäßig im Team ein und suchen natürlich, wie alle anderen auch, im Markt, weil das ist einfach ein Bereich, der sich so schnell fortentwickelt. Es gibt so viel neue Regulierung. Das ist natürlich ein super spannender Bereich. Braucht man natürlich auch immer sehr viel Mitarbeiter. Gilt das auch für euch? Ich weiß ja von Aufsichtsbehörden, die bei jedem Vortrag von einem Behördenleiter ist eigentlich das Schlusswort immer. Und jetzt der Appell, wir brauchen 50% mehr Mitarbeiter, sonst können wir die Aufgaben nicht erledigen. Ist das bei euch auch so? Nein, also wir sind ja keine Aufsichtsbehörde. Wir nehmen uns auch diesem Thema an, aber wir gehen nicht davon aus, dass das... Also es ist einer unserer Themen, aber wir haben ja im Wettbewerbsrecht eine Fülle an anderen Themen. Deswegen gehe ich ja auch nicht von großen Abmahnwellen aus. Und deswegen sind wir da jetzt erstmal... Ganz entspannt. Das wäre dann meine Abschlussfrage auch an dich. Wie ist der Ausblick so in diesem ganzen, ich sag mal, in dem ganzen Bereich Digitalregulierung, was da auf uns zukommt, jetzt auch im Rücken mit dieser Entscheidung? Du hast ja gesagt, es ändert sich nichts. Also die Nachricht, so vermute ich, ist eher Business as usual oder hast du einen anderen Ausblick? Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass Business as usual ist. Wir müssen natürlich gucken, was da jetzt noch als nächstes alles kommt. Aber genau, wir würden davon ausgehen, dass man nicht in Panik geraten sollte und dass man einfach sich bemühen muss, da sich beraten zu lassen und die Sachen umzusetzen, also zu identifizieren, was für das eigene Unternehmen wichtig ist. Und dann... ja, mehr kann man nicht tun. Ja, das ist doch ein schöner Abbinder. So die Nachricht, wir fangen hier an mit der riesigen Abmahnwelle und der großen Katastrophe und rauskommt nach einer halben Stunde Business as usual und der Rat zu mehr Gelassenheit an der Stelle. Insofern ist doch eine gute Nachricht, immer schön Tech & Law TV einschalten. Am Anfang kriegt man Stress, weil man denkt, da ist wieder irgendwas Schlimmes los und am Ende nach einer halben Stunde weiß man alles halb so schlimm. Es geht weiter, man muss am Ball bleiben. Britta, Caro, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart bei Tech & Law TV und da draußen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Gäste, Mandanten, Tech & Law TV Fans. Es geht weiter Ende Juni mit unserer nächsten monatlichen Ausgabe. Wie immer letzter Donnerstag im Monat von 11:30 bis 12:00. Bis dahin alles Gute, viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.